Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier gerade auf dem Marsch, Version 2.5. Ja, der andere Rechner hat sich gerade verabschiedet, in Anführungszeichen. Hatte gerade auf Aufnahmeende gedrückt. Aber das war ganz cool, es war Treiber-Version für Grafikkarte. Ich wünsche mal allen einen schönen ersten Feiertag. Müsste dann meine Rechnung als Freitag sein. Hoffe ich richtig. Ansonsten, ja, verzeiht mir, wenn ich das erzählt habe. In der Tage, in der Reihenfolge. Gestern in der Folge habe ich ganz zum Schluss frohe Bescherung gewünscht. Anfangs habe ich auch vergessen gehabt. Hatte ja angefangen nach der kurzen Pause und da habe ich es verdüst. Mal entschuldigen vom Anfang, aber zum Schluss hatte ich das nachgeholt. Alle, die jetzt bis zum Schluss geschaut haben, haben es ja noch mitbekommen. Gut, alle schauen nicht, kann ich verzeihen. Ist nicht zu tragisch. Wenn es interessant ist, dann klickt man halt leider weg, ne? Aber leider LS ist leider eine Geschichte, da muss man halt mit durchstehen, was man machen will, ne? Aber das wird schon. Ja, Ballen einsammeln, Heu. Und dann werde ich mal gleich schauen, dass ich hier düngen kann. Düngen wird aktuell ja voll gemacht. Der Düngerstreuer, also der muss schon voll sein. Kalk habe ich auch voll gemacht. Ja, dann muss ich auch noch los. Das ist noch ein alter Silageballen. Oh, später. Ja. Die muss ich einsammeln und dann haben wir wieder was geschafft. Nächste Etappe. Heute ist neu, oder? Hat man mich schon gesehen. Ja, Felder wie sie. Doch, fehlt nicht Geld für, ne? Weil ich schaffe halt nicht irgendwie was zu machen, was irgendwie, ja. Weil ich muss was verkaufen und da habe ich jetzt aktuell keine Zeit für. Ja, ist halt so. Der Personalfarming kam ein bisschen da dazwischen. Verfischeln, oder wie das heißt hier, aber Personalfarming oder personale Landwirtschaft kann man sagen. Ich bin nicht ein Freund des Englischen, aber gut. Wird ja halt viel mit Englischen vermischt, ne? Ist ja soweit okay, aber halt für mich ist das besser als Aussprache, wenn es deutsche Wörter sind. Oder zumindest die grobe Richtung, ne? So, das werden wir eingesammelt, das wären 61 Ballen, davon sind müssten mindestens zwei Silageballen sein. Boah, guter Wert. Also wir haben kein Futterproblem, also kurz mal beiseite stellen und Deckel zu, falls doch nicht kommen sollte, ne? Naja, Gülle fahren wollten wir auch, die Aussaat wollten wir morgen machen. Oh, hier ist Dünger, die lasse ich mal hier stehen und schnell mal rüberdüsen zum Feld und da noch Kalk hinbringen. Ja, Mischfutter müsstet ihr auch noch heute bekommen. Zumindest theoretisch. Also heute, ja, vor dunkel wird, ne? Ich denke mal, das werden wir heute nicht erleben. Im Spiel. Kommen wir eher nächste Woche. So. Schnell kommt zum Ziel. Und dort den Kalk hinbringen, ne? Hier will ich den Bot auch noch draufbringen mit, realismusnahe Eigenschaft des Bodens, was die Räder absacken zum Beispiel. Ach, unser Mistfahrer, den muss man noch losschicken. Da muss ich andere Fahrzeuge sein. Ja, ich komme zu nix. Mist, ich soll ja zur BGH. Weil die BGH hat ja dafür ein bisschen Geld verdienen, ne? Normalerweise stehen die anderen Fahrzeuge im Wege. Ja, muss doch wegfahren. Ist ja leider so. Tja, heute habe ich erfahren, so ganz nebenbei, ja, ab dem ersten Feiertag, ne? Samstag ist total Lockdown hier wieder. Also, wieder alles zu.
bis zum 17. Januar. Erstmal. Und dann sollen nur die getestet sind, dürfen einkaufen gehen. Beziehungsweise in den Läden. Ob arbeiten, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich bin nicht dafür, mich da testen zu lassen. Und wenn die dann Montag früh oder ja, Montag früh am 4. vor der Firma stehen wollen testen, würde ich mal sagen, habt ihr dann einen Rechtsbeschluss, das machen dürft. Ja. Für DNA-Abstrich, ne? Das darf man so einfach nicht machen. Dazu brauchen wir einen richterlichen Rechtsbeschluss. Können wir kreuzweise. Lass mir nicht, aus Prinzip schon nicht. Lass mir nicht für als gesunder Prinzip für krank erklären und dafür die ganzen Maßnahmen zu rechtfertigen. Ne? Das ist nicht so. Klar, wenn ich jetzt krank wäre, würde ich mich zum Arzt gehen und krank sein lassen. Ne? Und dann kann er mich gern testen, dann wäre das wurscht. So, wieder so ein Treiber. Na gut, dann warten wir es 5 Minuten. Das kann Pech sein. Ich muss hier den einen Förderband aktivieren. Es gibt kein Mist für Heu, pack hier was rein. Kein Mist für BGH. Ein bisschen können wir noch rausholen. Das Förderband ist ja gut, ne? Das habe ich hier so eingestellt, das funktioniert ganz gut. Das Förderband ist auf keinem Wege, das geht ganz gut. Umgekehrt, Thüringen ist ein bisschen schwierig, da würde ich mit Radlader machen, demnächst beladen. So, Kaltsteuer, speichern ist auch wichtig. Das hatte ich auch schon mal gehabt. Dann war das nachher, sagen wir so, zum Glück, ne? Denn hat er irgendwie gestern oder vorgestern beendet und nicht gespeichert. Und ich so dachte, so ein Mist. Dann Kaltsteuer hin. Achso, da hinten. Jo, da hinten ist er. Da laufen wir hin. Wieder freigeräumt. Jo. Und dann zum Glück beim Spielladen. Ach Gott, da hat er doch automatisch gespeichert. Sonst wäre das, ja, gut, da kann man nachholen. Das sind ja meistens hier 15 Minuten Intervalle, die Speicher. Da ist es, wenn es schlecht läuft, eine Folge umsonst. Die ist zwar fertig, aber wie gesagt, das muss ich dann entsprechend nachspielen. Ne? Zumindest ungefähr. Ohne das wieder aufzunehmen. Ne? Dann wird Aufnahme wäre auch Quatsch. Ne? So, möge die Treibhausregierung nicht ja, kaputt machen jetzt. Ne? 08, der ganz kurz. Na, da würde ich an dem Fall schneiden. Soll ich das nicht vergessen? Folge Nummer 5, am Feiertag, 1. Ah, hier steht er doch schon. Der war nämlich nicht ganz voll, das wäre nämlich garantiert zu wenig gewesen. Das wäre äußerst blöd, ne? Wenn das zu wenig ist. Aber hier muss ich auch einen Helfer fahren lassen. Naja gut, die Pause war nicht so ideal. für Kursplay fahren ist das schlecht. Weil ich ja auch nicht die Kurse also nicht gespeichert habe. Ich glaube nicht. Oder ich muss es mal neu programmieren, das geht. Das werde ich auch tun. Neu programmieren, da wo wir angefangen haben. Und dann können wir ungefähr sehen, wo wir das dann dünnen. Kalk kann man ja zur Not sehen. Ne? Ist ja alles weiß. So. Stampen hier vorne. Und. Feldmodus und Düngemodus, plus Generierung, Feld 4, Vorgewende 2, mache ich es allgemein. Die hatte ich auf 100%, glaube ich. Wenn wir auch egal, ist eh nur Vorgewende, das nutzen wir sowieso nicht. Und da oben plane ich irgendwo.
So. Irgendwo um der Ecke. So, mal gucken, wo das Kalk aufhört. Und dann machen wir weiter. Ist ja recht viel weiß, ne? Ja, hier meldet sogar Weihnachten Schnee. Aber erst den zweiten Feiertag. So, jetzt hier. Oh, hier ist fertig. Nicht fertig. Hier ist dann noch frei. Zweiten Feiertag haben sie gemeldet. Vielleicht am ersten mal sehen, wie das Wetter sich entwickelt. Da ist fertig. Aber nur die eine Spur. Die Kurse doch nicht so, wie das vorher waren. Das macht nichts. Wir fangen da oben an. Das kommt schon ungefähr hin. Wenn ein bisschen was fehlt, na gut, was soll's. Vielleicht machen wir dann auch was, er macht es im Hintergrund aus gut. Hauptsache, das unterbrechen wir nicht die Augenlaufe an. Dann wäre das äußerst ungünstig. Bei 11 Minuten. Hier werden wir düngen. Und da fehlt ein bisschen was. Der wird erreicht. Und da links geht es, macht ja automatisch, ne? 3,5 Tonnen, da passt schon so. Gut, da kann er hier weiterarbeiten. Und ich war beim Düngen. Düngen für die Wiese. Gut, er hat das fertig gemacht. Dann rechnen wir es einfach so, macht es ungünstig. So. So, auf zur Wiese. Ja, noch ein Kartoffel gehabt. Okay, wir düngen jetzt mal. Das eine mal fertig wird, ne? Die Wiesen beim Düngen, das haben wir hier. Und Kalk war noch. Da habe ich einen Helfer eingestellt. Stimmt ja. Ich mal kurz hier das hier wegmachen. Drei Sachen. Einmal Kalk, das ist das große Feld. Maxtium ist das kleine Feld. Wird auch noch. Und Dünger habe ich gerade aktuell selber hinten dran. Auf geht's zur Wiese. Ja, Weihnachtsfolge. Irgendwann die Zeit vergeht auch wieder, ne? Ich kaum mehr denkt, ist Weihnachten vorbei. Möge das nächste Jahr besser werden, sagt man so, ne? Das ganze Theater. Und vor allem möge die Wahrheit siegen, das ist ganz wichtig bei. Auf Mütze. Dass man meinen richtigen Leuten die Hand scheint zu legen, wenn man so. Vielleicht machen sie aber eine Neuwahl, das kann auch sein. Das ist nicht gefallen lassen. Man kann eine Vertrauensfrage stellen. Mit der Kurz. Und wenn er unbedingt mitimpfen möchte, kann er seine Mitglieder zuerst machen. Ne? Da kann er ja sagen, okay, ihr gutes Beispiel voran. Apropos Impfen. Ne? Heute habe ich gerade wieder gesehen, eine Nachricht. Da liegt eine Intensivstation. Junge. Jetzt kommt der Ratschlag, man möge doch dort impfen, wo man auch entsprechend Medizin das machen kann. Das ist für mich ist unverantwortlich. Ja, das ist da. So, das ist der Fasszack. Der ist auf Fettmo. Der ist fertig. Gut. Du musst jetzt noch das andere Feld düngen und später kalken. Da wollen wir probieren. Also erstmal kalken auf unser Hauptfeld. 14.000. Das reicht nicht. Jetzt. Das füllen wir auf. So, das große wollte ich eigentlich auf dem großen Feld testen mit dem ganzen Modus. So, N. Das muss ich machen. Du kriegst keine Brücke. Kein Graben.
Aber jetzt werde ich gleich müde. Aber naja, wenn ich überlege, sonst habe ich eigentlich Spätschicht. Also ich habe eigentlich Spätschicht. Nur am Freitag haben wir entsprechend früher Feierabend. Ne? Also was dünner da, ne? Da habe ich entsprechend früher Feierabend. Das ist ja jetzt. Ja. Leider wäre ich schon zu Hause. Aber halt noch nicht so weit fertig, ne? So. Aber ist so, ne? Ja, ich hatte ja auch für Thüringen versucht, die neueste Version runterzuladen. Das wollte mehrere Stunden nicht klappen. Immer zum Schluss hat er gemeckert, da fehlt eine Datei. Und der Virusprogramm hat ständig was, was verhindert. Also, um das zu. Ja, dann habe ich noch einen zweiten Weg gesucht mit dem Download Manager und das hat nicht geklappt. Und ich will mal ganz gerne mal ganz eins abschließen, heute das nächste Mal. Ne? Heute habe ich ja auch für die Marsch aktualisiert und das von vornherein mit Download Manager und das ging ziemlich zügig. Kursplay aktualisiert gleich und Outdrive. Das war ja alles notwendig. Ja. Wenn das klappt, dann ist es auch fertig, ne? Aber wenn es nicht klappt, dann ist das eine Sache von mehreren Stunden, wenn es Pech läuft, wenn es schlecht läuft. Aber jedenfalls wollte ich in Thüringen das machen, weil auch da die Karte angepasst wurde für Personalfarming. Und hier, gut, also ich vermute mal, dass ich erstmal den Boden abernten muss. Und dann wird die wahrscheinlich von der Marsch rüberkommen, ne? Die Original, die Werte, die er eingetragen hat, den habe ich aktuell nicht. Oder ich weiß es einfach nicht. Kann nicht erkennen. Im Grunde ist egal. Ich muss jetzt so nehmen, wie es ist. Kursgenerierung. Feld 6. Zwei Vorgewände. Die machen wir auch keine. Beim Düngen braucht es nicht sein und bei Kalten. Das ist in den Ecken ist nicht tragisch. Ein bisschen was fehlt. Zurück und einstellen. Mal gucken. Ja, hier geht nicht so viel rauf. Eins. Hier ist ganz gut. Müssen wir ganz kurz überlegen. Nachdenken. Wo war ich stehen geblieben? Beim Holz nicht. Dünger, düngen, düngen. Ne, düngen wollte ich jetzt nicht mehr, das war vorbei. Da muss noch Kalk rauf. Da arbeitet der. Und der arbeitet auch noch. Das dauert noch ein bisschen. Puh, Kalken. Achso, hier. Ja, da steht ja im Wege, ne? Da wollte ich auch noch mal weitermachen, ne? Also bei der Gärreste. Damit er bei der BGH weitermachen kann, dass die Gärreste gibt. Da fahre ich jetzt selber. Ich bin ja gespannt. Wie das so ist. Geht nicht drauf, ne?
Warum nicht? F1. V. Ja, dann muss ich Helfer arbeiten lassen, ne? Wow. Zuklappen. Anschalten. Geht nicht los. Dann muss ich hier automatisch laufen. Mit Kursclip programmieren. Können wir hier starten. Ne? Da hinten automatisch, kann auch sein. Ja, möglich ist es. Kursgenerierung 3. Generierung. Einstellen. Ja, das funktioniert. Immerhin. Aber hier habe ich jetzt ein neues Arbeitsbreite. Das misst sich ein bisschen besser. Da sind die Teile, wo nicht gemessen wird, ne? Also 80 Kilogramm pro Hektar. Hier ist ja viel mit Wasser drin, ne? So. Und lassen. Eigentlich, mal gucken. Wo könnte er weitermachen, ne? Das ist ja die nächste Frage. Er soll ja nicht unnötig, unnütz jetzt, da startet, geht er automatisch hier rüber. Ja, genau. Dann machen wir hier weiter, weil das bringt ja nichts, wenn wir jetzt hier unnötigerweise doppelt machen, ne? Wo die Automatik eigentlich verhindern sollte, ne? Gut. Da wird sicherlich bald voll sein, aber wir haben das mit Dünger haben wir nicht mehr da. Gärreste meine ich. Der ist leer. Der zweifach. Ne, brauchen wir mit Kalk nicht anfangen. Beziehungsweise können wir es probieren, ne? Das wird 19 Kalken. Da werden wir jetzt mal gucken. Und zwar Runde. Ich habe ja den Punkt schon fertig. Nur mal gucken, wie der heißt. Denn das weiß ich nicht mehr genau. Die vorne beim Kalken hatte ich schon mal einen Punkt eingegeben gehabt. Beladen Kalk, okay. Das ist ziemlich einfach. Das hat ja beim anderen Feld nicht richtig geklappt, um mal zu sagen. Beim Feld Nummer 53, glaube ich, oder 54. So. Und zwar müssen wir mal schauen. Gut. Kursgenerierung 19. Vorgewende 2. 18 Meter. Weil es ja kalt ist, ne? Wir können auch mit dem Mausrad drehen. Aber runter, nicht hoch. So. Gibt es einen neuen, passt auch. So, passt. Dann Einstellung. Auf, entladen, auffüllen. Passt, das ist egal. Auffüllen, ja, das ist. Okay. Speichern mal ab. Kalten. Feld. Feld 19. Ja. 18 Meter. Speichern. Wir ergänzen dazu mit Outreif. Und zwar
auffüllen, abladen. Kalk. So, und hier. Standard. Normalerweise müsste ich jetzt hinfahren und was holen. Kein Ladegewehr, Nachflug nicht geschützt. Das ist gut. Blan Kalk. Löschen. Oder viel, naja gut, Kalkenfeld Nr. 19 und Belan Kalk. Hier vielleicht was ändern. Ah, genau. Das ist Ablan. Feld 19. Ganz, mal ganz blöd. Belan Kalk. Modus vielleicht beladen Kalk. Da haben wir jetzt ganz blöd. Oh, Überlänge sehe ich gerade. Ich schau mal. Überlänge. Dann sagt mal tschüss und ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter hier in Thüringen. Ich wollte euch noch für den Arsch. Ich wünsche euch noch einen schönen Restfeiertag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.